Einen wunderschönen guten Tag. Wir spielen mal wieder Disneys Aladdin. Und da wir beim letzten Mal ein wunderschönes Passwort bekommen haben, um ins zweite Level zu kommen, wollen wir das mal eingeben. Wie war das denn noch? Wir hatten, glaube ich, eben hier das Äffchen. Und hier war noch der Sultan. Korrekt! Sehr schön. Gemeinsam fliehen Aladdin und Jasmin aus dem Palast des Sultans. Waren wir im Sultanspalast? Nee. Und suchen Schutz in Aladdins Haus, hoch über den Dächern Agrabahs. Aber wir waren doch gar nicht im Palast. Sie reden über ihre Liebe und einer gemeinsamen Zukunft. Doch die Wachen des Sultans reißen die beiden aus ihren Träumen. Gemein. Aladdin wird eingesperrt und Jasmin zu ihrem Vater, dem Sultan, gebracht. So. Aladdin wird in das dunkelste Verlies des Palastes gesperrt. Doch sein Herz und seine Gedanken sind nur bei der lieblichen Jasmin. Ein kauziger alter Mann taucht plötzlich auf und verspricht Aladdin die Freiheit, wenn er ihn in die Höhle der Wunder begleitet. Ein kauziger alter Mann. Froh, dem Kerker zu entkommen, weiß Aladdin nicht, wer der alte Mann wirklich ist. Hinter der Verkleidung steckt der böse Magier Jafar. Oje, oje. Los geht's. Ist das jetzt die Höhle oder ist das das Verlies? Das wird eher die Höhle sein. Wow. Und wop. Haha. Wop. Und rauf da. Das ist ganz schön, okay, schade, das war jetzt zu gewagt. Das auch. Wow, Alter, so viele Stacheln, ich muss hier runter. Irgendwie nicht muss ich jetzt so. Ich sollte aufhören, diese komischen Dinger zu sammeln. Diese Diamanten. Apfel. Iss mal wieder ein Apfel. Ein Hähnchen, wie schön. Voll Energie. Iss ein Apfel, habe ich gesagt. Oh, jetzt kann ich wieder. Schweben, schweben. Oh, verdammt. Ein Skarabäus. Dann gibt's ja gleich wieder einen Bonus. Wie schön. Aber ich kann nicht den Hang runterrutschen wie Mario. Fledermaus sind das ideale Fortbewegung. Affe, was hab ich hier? Oh, da guckst du aber nach unten. Schwebe, die schweb. Oh, der Affe hat kein Tuch. Der ist jetzt bestimmt tot. Nee, doch nicht. Wow, ein Schatz. Wow, ein Wächter des Schatzes. Mit einem dicken Schwert. Wow, laufende Schwerter. Ja, das ist aber jetzt hier. Das finde ich nicht nett von euch. Oh mein Gott, der Teppich steht auf! Oh mein Gott, das Klischee ist erfüllt! Wir sind im Orient und wir haben einen fliegenden Teppich. Was will man mehr? Los geht's! Okay, der Affe nimmt den Teppich. Die haben sich ja gut angefreundet, die zwei. Oh, ey, das hat weh, du blöde Fledermaus. Lockflum fahren im Phantasialand. So langweilig, die Achterbahn, wollte ich gerade sagen. Und dann geht's natürlich bergab. Yay! Wusch! Ich möchte ganz gerne ein Onride-Foto kaufen. Aua! Das Level ist gemein zu mir. Ich häng mal hier so ein bisschen ab. Ich hoffe, da oben gibt es mal wieder ein Hühnchen. Ich brauche ein Hühnchen. Yay!
nicht ein ganzes Leben, hoffe nicht. Yay! Yay! Okay, ich nehme einfach das nächste Boot. Yay! Yeah. Alles aufsteigen, bitte. Dann ducken Sie sich bitte jetzt. Blöd wäre, wenn jetzt plötzlich keine Boote mehr kommen würden. Ducken! Oh nein! Oh Gott, beinahe wieder Loch im Kopf gehabt. Natürlich. Hast du schon Indiana Jones geguckt oder was? Vielleicht klappt er. Ja, ganz super. Ich habe nämlich ein bisschen Angst vor diesen großen Kugeln, vor allem weil ich nur noch ein Herz habe. Wow. Nein, ich hab's geahnt. Ich hab's geahnt. Egal. Ich denke, wir können ja sicherlich jetzt bei dem Skarabäus weitermachen. Nein, wir müssen von vorne anfangen, weil das einfach bloß im Vorlevel war. Super. Wow. Weg. Puh, scheiß Fledermaus. Aha, hier ist ein Apfel. Ich vergesse immer, dass ich mit Äpfeln werfen kann. Meine Mama hat auch mal gesagt, mit Essen spielt man nicht. Und die Arme in die Höhe. Das ist eine Spaßbremse. Ich häng mal hier so eine Runde ab. Lalalala. Ab geht's, ich brauche mehr von diesen Diamanten. Warum auch immer, ich habe nicht verstanden, wofür ich den überhaupt sammle. Oh, scheiß Fledermaus, ist ein Apfel. Ich kann mich nicht mehr halten. Jasmin. Ich denke ununterbrochen an Jasmin. Ah, jetzt kommen die Klötze wieder. Ich habe am Anfang gedacht, das kommt so ein Riese oder so. Fallen müssen wir auf das Riese ja gar nicht in aller Dinge vorkommen. Wow, da wollte ich wieder schneller sein. Geh weg. Klotzi, Klotzi. Ach, verdammt. Ach, egal, wie so viele Herzen, das stört uns jetzt nicht. Noch ein Klotzi. Geh aber schnell weg hier. So. Oh, eine Lampe. Abu! Nein! Ich will den Diamant! Ich will den Diamant! Gib mir diesen Mann! Ja! Ich hab den Diamant! Unglück! Affen sollten... Oh, Level 2 beendet. Das ging ja schnell. Oh, damit habe ich jetzt überhaupt gar nicht gerechnet. Moment. Das ist der böse Zauberer. Wie hieß der denn noch? Jafar, glaube ich, ne? Obwohl er gerade ein bisschen... Dann heißt der, haben wir hier den Affen. So, dann haben wir hier die Jasmin. Und den Blaumann. So, aufgeschrieben. Ja, da das erste jetzt ein bisschen kurz war, machen wir jetzt einmal weiter, oder? Kaum hat Abu das Kleinod berührt. Sich zusammen. Abu und Aladdin müssen so schnell wie möglich von hier verschwinden. Aber so schnell wie möglich. Sonst sind sie tot. Versteht ihr? Ausgelöscht. Oh mein Gott, überall ist Lava. Was soll ich tun? Oh nein, die Welt bewegt sich von alleine. Weil die Welt links in einem Lavastrom versinkt. Ganz plötzlich, ohne Vorwarnung. Wow. Voll die Lava, ich muss hier weg. Dass mein Tuch nicht anfängt zu brennen bei 3000 Grad. Ich muss hier hoch. Yay. Oh, das hat ja geklappt. Super, noch schnell die Springefeuer von Super Mario World ausgeliehen. Ich stehe auf so dramatischen Musik. Oh mein Gott, wir werden alle sterben. Oh nein. Okay. Gut, dass man dafür nur ein Herz verliert, weil... Na
Naja, ob man sich jetzt den Kopf an so einen Steinklotz stößt oder auf eine Lava fällt, ist ja im Prinzip auch nicht so grundlegend verschieden. Puh, jetzt aber die Eins. Ja, überall ist Lava. Brot! Lecker, lecker. Erstmal ein Brötchen zwischendurch. Oh, ich habe irgendwie Weizenkörner zwischen den Zähnen. Was gibt's hier schon? Oh, der ist obligatorisch, Skarabäus, der mir überhaupt nichts bringt. Zumindest habe ich da jetzt nichts festgestellt. Wow. Ja, du könntest. Und auf geht's. Wow. Alter, diese Höchstgeschwindigkeit der Lava macht mich auch ein bisschen kirre, wenn ich zugehe im Hintergrund. Ja, ich muss das. Der geht noch nicht mal automatisch mit dem Pilz in der Bewerfer stehen. Wird von dem unendlichen Ender an der linken Seite verschluckt. Es fällt runter. Dramatik! Dramatik! Hitze! Das ist zu eng. Oh nein, wo ist das Ding? Wo ist das Ding? Komm wieder hoch. Ah. Mann, da war das Ziel, verdammte Axt. Bitte, lass mich nicht das Karabier. Ich schau mal, hier ist noch ein Feuer los. Nee, hier ist direkt wieder das Brot. Ach nee, das ist das Karabier. Springen, fallen, gucken. Verzeihung. Ich drehe manchmal ein bisschen am Teller. So, locker flockig gelandet hier. Ring- und Rennspiel heißt es ja auch. In dem Level hier nicht mehr gesprungen als gerannt. Wow. Lava! So scheiße. Lava aus. Überall ist Lava, Lava, Lava. Lava, Lava. Wow, was ist hier passiert? Das wollte ich doch gar nicht. Wow. Ein Klotz, mein Klotz, komm her. Irgendwie war mein Finger plötzlich zu schwer und ich bin auf dem Controller, also auf die zur Seite-Taste. Ja, verzeihung. Wow, cool! Epische Fliege-Teppich-Szene. Wow! Wow, oh mein Gott, wer hat... Was? Okay. Diese Lava hat Wellengang. Muss man aufpassen. Wow, mein Gott. Ach du heilige Scheiße. Das ist ja hier mit Action und so verbunden. Wow. Bin so aufregend! Mein kleines Herz verkraftet das doch alles nicht. Alter, was passiert denn da hinten? Schon wieder so ein gutes Ding. Oh, das war schön. Was? Oh mein Gott, das kommt noch mehr. Jetzt kommt das. Das ist doch nicht mehr. Mit der Lava. Man könnte meinen, ich kenne das Spiel. Kenne ich aber nicht. Doch, ich habe es mit 6 immer. Ja, Level 3 auch beendet. Ja, locker flockig hier. 6 Minuten. So, dann haben wir hier diesen komischen Genie. Dann haben wir hier den komischen Jaffa. Dicht gefolgt von dem komischen Aladdin. Der wiederum von dem bescheuerten Affen verfolgt wird, wie immer. So, hänge ich noch einen dran oder beende ich das Ganze für jetzt? Ich bin mir nicht sicher, ich glaube, aber... ich weiß jetzt nicht, ich habe die Zeit nicht mitgestellt. Ach komm, einen machen wir noch hier. Zack, Level 3. Aladdin und Abu können sich retten und bringen Jafar die Lampe. Das ist ja nett von den beiden. Jafar übertölpelt die beiden und sperrt sie in eine Höhle ein. Oh. Zum Glück kann der gewitzte Abu noch schnell die Lampe stehlen. Natürlich.
in letzter Sekunde quasi hat er zugegriffen, um die Schriftzeichen auf der Lampe besser entziffern zu können. Reibt Aladdin den Schmutz mit seinem Ärmel fort und puff! Ein Genie erscheint, entsteigt der Lampe und er sieht in Aladdin seinen Meister, Gebieter! Das ist ja cool. Zunächst jedoch möchte der Genie Aladdin das Innere der Lampe zeigen. Ich stelle mir das richtig cool vor, wie der Typ so kommt so: Hey, wow, super, du bist mein neuer Meister, komm, guck dir mal meine Hütte an! Wow, das ist hell auf einmal. Ja, das ist ja, warum hat der Typ fliegende Dinger da in seinem Haus? Ach du heiliger Vater. Dieser Genie ist ja auch überhaupt gar nicht von sich selbst eingenommen, kann das sein? Überall sein eigener Kopf hier, sein Konterfei. Stimmungsvoll für ein Spiel, das muss man im Spiel einfach mal lassen. Oh, guten Tag. Uah, was machst du? Wieso? Was? Das habe ich nicht verstanden. Was ist hier passiert? Oh. Okay, da ich gerade schon zweifeln war, ich sag mal nein. Oh, das macht euch alle traurig und entsetzt. Wie wär's, wenn ich doch weitermache? Das würde euch freuen, ne? Aber ich muss Hausaufgaben machen. Oh, wenn ihr so traurig guckt, dann will ich keine Hausaufgaben mehr machen. Ich möchte zocken und Chips dabei essen und dick werden. Ich möchte nicht mehr zum Sport gehen, weil ihr sonst traurig seid. Ich werde ein dickes, hässliches Nerdkind nur für euch. Ja, wir machen weiter. Denkste. So, nein, zack. Oh, ja, die Absolution ist gefallen. Willkommen in Agrabah, das hatten wir schon mal. Das müssen wir jetzt nicht alles wiederholen. Und, nur nochmal zur Info, wir spielten Disney's Aladdin, sind jetzt glaube ich in Welt 4, weil wir das dritte Kennwort gehabt haben und machen demnächst irgendwann mal weiter. Adios!